Ja, ich behalte mal an dieser Stelle noch die Augen geöffnet. Es ist schön, wenn ihr sie geschlossen haltet. Und ich bereite euch jetzt vor auf das, was jetzt geschehen wird. Dieses Ritual, was wir jetzt gleich machen werden, was ich jetzt in diesem Falle leite, besteht aus zwei Blöcken. Der Block Nummer 1 ist die Phase, wo wir in den Zustand der Freude kommen. Ich habe oft über die Freude heute geredet und das ist, glaube ich, von allen von euch erfasst worden, wie wichtig es ist, in den Zustand der Freude zu kommen. Und durch das Ritual, das wir hier gleich machen, werde ich euch in diesen Zustand führen, indem ihr einfach gleich aktiv versucht, Ausschau zu halten nach Momenten in eurem Leben, die ihr erfahren habt, Momenten, wo ihr im Zustand der Freude wart. Ja, das wird jeder von euch erlebt haben und da müssen wir uns auch Zeit lassen. Das wird ein paar Minuten dauern. Und wenn wir diesen Zustand der Freude, ich führe euch in die Erinnerung, stabilisiert haben, wir stabilisieren es durch unseren Atem, aber ich, wie gesagt, führe euch. In dem Moment wird dann etwas geschehen, dass wir diesen Zustand der Freude, den jeder darstellt, den jeder ausstrahlt, den wir ins morphogenetische Feld zu Mutter Erde zum Beispiel unmittelbar einkoppeln, einspeisen, den nehmen wir, um die Phase 2 dieses Rituals, den zweiten Block, zu realisieren. Und zwar ist es das Projekt oder der Block des Manifestierens. Ich habe heute mit, glaube ich, relativ klaren Worten gesagt, wie wichtig es ist zu manifestieren, bewusst, bildhaft zu manifestieren, sprich zu erschaffen, vor allen Dingen, wenn man es aus dem Zustand der Freude macht. Die Freude haben wir bis dahin aufgebaut und auch stabil gehalten. Und dann einigen wir uns, und deswegen rede ich eigentlich noch an der Stelle, weil es wichtig ist, dass wir uns auf ein gemeinsames Bild der Freude einigen, was wir in die Welt tragen wollen. Ja, und da habe ich mir also vorgestellt, dass das Sinnvollste ist, was wir uns vorstellen können, dass wir unsere Erde quasi von oben sehen und Menschen aus ihren Häusern und aus ihren Autos steigen sehen, fremde Menschen, die sich nicht kannten, kommen aus ihren Häusern und ihren Autos und fangen an, sich zu umarmen und dann sogar zu tanzen. Diese bildhafte Vorstellung assoziiert automatisch einen Zustand der Freude. Sowas kann man nicht in Nichtfreude machen. Ja, also deswegen ist es diese bildhafte Vorstellung. Es reicht nicht aus, einfach zu sagen, und ich manifestiere mir Freude. Das haben wir, glaube ich, alle begriffen. Also wird es das sein. Und das werde ich jetzt führen. Und somit werden wir diesen Zustand der Freude, den wir dann mit diesem Bild verbinden, auch spürbar, sichtbar, nicht nur für uns alle, sondern auch mit einer großen Nachhaltigkeit, mit einer großen nachhaltigen Wirkung ins morphogenetische Feld, in die Akasha-Chronik einprägen, sodass es für alle Menschen, alle Wesen mehr oder weniger stark auch spürbar sein wird und zur Harmonie beitragen wird. So, ich beginne jetzt. Ihr habt immer noch die Augen geschlossen und ich werde sie jetzt auch schließen und bitte euch, erstmal drei tiefe Atemzüge zu machen. Tief ein- und auszuatmen. Und jetzt halten wir Ausschau nach einem Moment, den wir schon erlebt haben, einem Moment der Freude. Halten Ausschau nach einem Moment der Freude. Lassen unser Leben Revue passieren und halten Ausschau nach einem Moment der Freude. Wir diesen Moment wieder gefunden haben, wir ihn spüren im Herzen, dass die Freude wieder sich einstellt,
stabilisieren wir diese Freude, diese Situation, holen diese Situation der Freude in die Gegenwart zurück und stabilisieren diesen Moment der Freude mit jedem Atemzug. Mit jedem Atemzug. Wir sind in diesem Moment. Wir sind im Moment der Freude. Verstärken es von Atemzug zu Atemzug immer mehr. Es wird immer größer, wie ein Luftballon aus einem Herzen, der mit jedem Atemzug größer und größer wird. Wir sind im Zustand der Freude. Wir sind im Zustand der Freude. Wir sind Freude. Wir sind Freude. Freude. Wir halten diesen Zustand inne, atmen tief weiter, vergrößern die Freude noch mehr und holen uns jetzt unser Bild hervor, indem wir uns unsere Erde vorstellen, von oben betrachtet, wie die Menschen aus ihren Autos oder aus ihren Häusern kommen und sich einfach umarmen. Sich einfach umarmen und anfangen zu tanzen. Sie sind in der gleichen Freude. Sie sind in Freude. Sie sind in Freude und Harmonie. Und der Zustand stabilisiert sich mehr und mehr. Wir fühlen den Zustand der Menschen. Wir sind ja selbst betroffen. Wir sehen uns von oben quasi auch tanzen. Und die Trennung zwischen dem anderen und mir, zwischen Freund und Feind, lösen sich automatisch auf. Wir sind nur noch Freude. Sind nur noch Freude. Sind nur noch Freunde. Sind nur noch Freunde. Sind nur noch Freude. Sind nur noch Freude. Und wenn wir gleich die Augen öffnen, hat sich daran nichts geändert. Auch wenn wir sie nicht mehr unmittelbar an dieser Deutlichkeit spüren, so ist sie doch da und von einer großen Nachhaltigkeit geprägt, weil wir sie ins morphogenetische Feld eingespeist haben. Und da kann sie niemand mehr wegnehmen. Sie bleibt und wirkt. Die Freude bleibt und wirkt. Bleibt und wirkt. Und wirkt sich damit auf viele, viele Menschen erlösend aus, indem sie Dinge durchschauen und wissen gar nicht, warum sie sie durchschauen. Indem sie sich einfach in Freude gut fühlen, verlieren sie ihre alten Muster. Das wirkt, ob wir jetzt uns weiter in diesem Zustand bewusst befinden oder nicht, automatisch weiter. Und bevor wir gleich die Augen öffnen, bitte ich euch, diese beiden Blöcke so oft wie möglich zu wiederholen. Wenn möglich auch live mit mehreren Menschen. Optimal wären immer Achtergruppen.
Aber je mehr wir es gemeinsam machen, zur gleichen Zeit, mit dem gleichen Bild, umso stärker ist die Wirkung. Und jetzt öffnen wir die Augen und bleiben in der Freude. Ich danke euch.